So, Onoja hat ein Video hochgeladen. Ach, Younes Amiri, sein Vater Ach, Religion und Tochter verkaufen für Klicks Edition. Way yo, okay? Was geht da wieder ab? Hat wieder Younes, sein Vater, wieder einen Diss-Track über Younes hochgeladen oder was passiert hier? Okay. Schauen wir rein. Digga, ich wusste, dass das kommt. Walla, ich wusste, dass es kommt. Scheiße, Digga. Damen und Herren, neues Jahr, neues Glück. 2024, ich hab mich gebückt. Hast du nicht ein anderes Intro? What the fuck? Genau, meine lieben Freunde! Boah, das... Okay. Bruder. Er ist doch, Bruder, er ist fett. Wie kann er so viel Ausdauer haben, Bruder? Tschüss, Amanda kommt. Tamam, nein, 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 nein. Der hat das in die Länge gezogen, Bruder. Der hat's gecuttet irgendwie. Niemals, Bruder. Und willkommen! Oh mein Gott, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Ich kann nicht mehr, Moruk. Herzlich willkommen zu dem allerersten Video aus diesem Jahr. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut und ihr seid wunderbar in das neue Jahr gerutscht. Es hat sich absolut nichts geändert. Ich sitze weiterhin hier und habe Bock bekommen, wieder jemanden zu kitzeln. Und ich habe einen perfekten Gegner dafür gefunden. Bei mir ganz im Gegenteil. Bei mir wird sich sehr viel ändern. Außerdem, ganz kurz, das muss ich einfach am Rande erwähnen. Ich werde demnächst ein Video droppen über eine bestimmte Person. Und das wird auch über die Person das letzte Video sein. Ganz einfach, weil ich aufhören werde ab einer bestimmten Zeit. Werde ich aufhören, Videos gegen andere Leute zu machen. Aber das werdet ihr alle schon mitbekommen. Ich werde komplett Kanal-Switch haben. Aber es wird euch gefallen. Ich weiß, dass es euch gefallen wird. Und um das Ganze nicht noch länger zu strecken, würde ich sagen, rein ins Geschehen, sonst müsst ihr BZ nackt sehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Here we go! Younes Amiri ist okay. Nicht nur bekannt geworden durch YouTube oder TikTok, denn man konnte auch im ICE seinen Schniedel sehen. Seine Freundin Mariam hatte wie bei Eiken damals eine Auswahl gehabt. Nämlich jetzt den, der rappen kann. Du bist nicht allein. Ich bin da. Geschick von Allah. Geschick von Allah. Oder den, der die Keule schwingt wie kein anderer. Die Entscheidung fiel natürlich auf dem Marsupilami Amiri und jetzt 2 Jahre später sitze ich wieder hier und ich fühle mich wunderbar, denn es geht wieder los. Und im ersten Clip kann man den wunderbaren Younes wiedersehen. Oh Mann, hab ich dich vermisst. Ich stehe hier, seit 3 Stunden bin ich hier. Ja. Komm mal bitte kurz her, ich möchte mit dir reden. Was machst du jetzt schon wieder? Komm mal her, mein Schatz, meine Nummer 1. Meine Prinzessin. Ich habe auch mitbekommen, der hat jetzt angefangen, Mariam hinter der Kamera zu haben. Der will sie also nicht mehr so, glaube ich, in die Öffentlichkeit ziehen. Keine Ahnung, ist okay. Ich bin damit auf jeden Fall cool. Beste Frau mein ganzes Leben, die ich habe. Was war denn das für eine Begrüßung, Digga? Mein Schatz, meine Nummer 1. Meine Prinzessin, die beste Frau mein ganzes Leben, die ich habe. Tschüss, Junge, mach mal locker. Die kommt durch die Tür und erhält eine PowerPoint-Präsentation als Begrüßung. Was ist das denn, Junge? PowerPoint-Gruppenaufgabe mit Daniel Pers oder was? Der beste und deutsch, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, der beste und deutsch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Ja. Ich habe eine Frage an dich, meine Prinzessin. Ja. Was hältst du davon, wenn du irgendwann oder wenn du es mal ausprobierst, den Kopftuch anzuziehen? Dieser Younes Amiri gefällt mir irgendwie stark. Ich find's aber komisch, Bruder. Warte mal, what the fuck? Mariam hat einfach random das Handy am Start und nimmt gleichzeitig auf. Keine Ahnung, scheint mir ein bisschen sus. Entwicklung, ich sag euch ehrlich. Inshallah, irgendwann, wenn ich bereit bin. Was heißt Inshallah irgendwann? Seine Sache zwischen mir und Allah, brauchst mich damit jetzt auch nicht volllabern, Younes. Wie soll ich den jetzt nur runtermachen, Amon? Brauchst mich damit jetzt auch nicht volllabern, Younes. Oh, und der hat ein Baba-Video. Digga! Assalamu alaikum wa rahmatullah. I will try to make this video in English. I think everybody is now talking about my video. Digga, das Video ist auf Englisch! Der kann doch nicht mal Deutsch, woher kommt jetzt Englisch? Er macht ein englisches Video. Ja, der kann ja auch nicht mal Bahn fahren, ohne zu winken. And there was many people who said, why you don't do it by... There was many people. Your legs, or it's for people who are sick. In every point, I'm with you, but many people didn't knew in my last video. Ich hab 1,8 Abschluss. Didn't knew. Aber dieses Englisch, ich schwöre, er hat schon selber nicht mal verstanden, was er da gesagt hat. Der hört sich an wie diese Hörverstehenaufgabe aus der Schule. Listening comprehension. Part 1. Younes Amiri jacks in a train. Sein Englisch war so Katastrophe, sogar Franzosen haben sich beleidigt gefühlt. Sein Englisch war so schlimm, kein Wunder, dass die Queen gestorben ist.
Und ich glaube, das war ja noch zu viel, Digga. Ey, sag euch ehrlich, mir gefällt der neue Yunus Amiri jetzt schon. Lass mich damit jetzt auch nicht voll labern, Yunus. Er tut mir zwar jetzt maximal leid, dass ich den die ganze Zeit in meinen Videos runterhole. So wie er seinen seine Videos sind nicht mehr so cringe wie früher. Ich glaube, ich werde arbeitslos. Oh. Und mal abgesehen jetzt von Yunus Tugmeri. Kennt ihr noch seinen Vater, der damals aus dem Nichts so eine Ansage gegen den gedroppt hat? Ich habe Gründe, warum ich das mache. Digga, das Video ist maler ehrenlos, ich schwör's dir. Feier ich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal vor der Kamera sitze. Wenn ich den Mann manchmal reden höre, ne? Boah, ich mach die Augen zu bei seiner entspannenden Sexy. Baller, man muss wirklich sagen, Yunus hat einen Baba-Vater, Digga. Ich schwör's dir, der Mann ist wirklich sehr gut. Baller, Bilder, feier ich. Der ist sehr liebevoll, das merkt man, Bruder. Und der ist ein guter Vater, sag ich euch so. Yunus baut nur Scheiße, ne? Tiefenden, richtig erregenden Stimme. Ich krieg ganz andere Bilder in den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und das findest du okay? Was hast du dir dabei gedacht? Undertaker, what the fuck? Wie schon gesagt, sein Vater, er hat Drip. Ja, ne, es ist nicht üblich, dass man gegen seinen Sohn einfach Statements dreht. Aber er macht mittlerweile schlimmere Videos als sein eigener Sohn. Point of view, daughter wants high heels by. Das sagst du gleich nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, das mit den Statements und so, das verstehe ich an sich nicht. Das verstehe ich an sich nicht. Aber der Mann ist wirklich, was Ding angeht, was Entschuldigungen seitens Yunus angeht. Weil der Junge hat wirklich sehr scheiße gebaut. Da ist der Mann wirklich so, der akzeptiert das und so. Wallabilla. Und das machen nicht, Bruder, also bei so viel Scheiße wird das nicht jeder Vater mitmachen. Ich sag dir ehrlich. Aber jetzt verstehe ich, wo Yunus Amiri sein totes Englisch her hat. Me, I didn't knew this. Sagt, braucht Englisch. Me, I didn't knew this. Me, I didn't knew this. Digga. Guck, meine Freundin von mir. Ja, so habe ich auch geguckt, als ich damals ein bestimmtes Video gesehen habe. Ja klar, ich kauf dir auch, weißt du? Ich kauf dir auch diese, wie heißen die, High Heels? Was guck ich mir gerade an, Amunakuim, ja? Du bist immer rück, bist du? Du bist nicht allein, Schatz, ich bin für dich da. Du bist ein Engel geschickt von Allah. Wo kommt dieser Audio, what the fuck? Wir gucken einer 15-Jährigen zu, wie die mit ihrem Vater diskutiert, High Heels zu kaufen. Ich schicke auch immer mehr das Gefühl, dass sie nicht 15 ist, sondern 51. Die Kleine gibt mir langsam Vibes von Stewie aus Family Guy. Beide sind gefühlt gestern geboren, aber reden wie mit 50 Jahren Lebenserfahrung. In diesem Buch geht es um was ganz anderes. Es ist nicht für dein Alterserwählen. Ist es. Keine Leidenschaftsbücher. Was für Leidenschaft, Mann? Ich hab das Gefühl, diese komplette Familie besteht aus Family Guy zusammenhängen. Sie ist Stewie und das sind Yunus Amiri Videos. Er sieht zwar nicht so aus, aber die sind halt beide behindert. Oh. Point of view. Oh, Hammer, geht der Alter, gell? Deine Tochter bucht eine Reise nach New York. Ja, bestimmt, Digga. Bestimmt. Die ist gestern erst geboren. Hab ich was geplant? Also nur, wenn das okay ist für euch, ne? Also, ich habe zwar schon gebucht, also ich... Die hat schon gebucht, aber wenn es okay für euch ist. Aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas anderes gesehen als Türkei und Deutschland. What the fuck? Die will nach New York. Und noch zwei Mädchen wollten in, glaube ich, 2 Wochen, wenn Zeugnisferien sind, 2 Tage nach New York. Papa, ich habe gerade 2 Tage gebucht. Ah, ja. Und mit Knackskonto oder was? Willst du mich verarschen? Du darfst bei Knackskonto nur 10 Euro die Woche abheben. Mit was buchst du? Ja, moin. Also, lass meine Tochter 15 Jahre nach New York fliegen? Ja. Monieren. Die macht einfach. Ja. Digga, what the fuck? Gibt Digga, war die noch gestern nicht 11? Mann, diese ganze Familie ist eine Simulation! Diese ganze Familie ist eine Simulation, das ist kein Sinn! Sam, bin da, komm, geht's schon? Ist dein Ernst? Ich lass meine Tochter mit 15 Jahren nach New York fliegen. Nein, wir sind nicht alleine, wir haben eine Flugbegleitung. Das Ding ist, diese Audacity zu haben, dass sie das einfach schon bucht, bevor sie fragt. Holy shit. Wenn ich das machen würde, Bruder, mein Vater würde mich in den Arsch f***en. Ich sag dir ehrlich, Digga, der würde mich behindert f***en. Bruder, dieses Mädchen ist 15 Jahre alt, erzählt mir irgendwas auf TikTok mit. Ich habe eine Reise nach New York gebucht. Darf die eigentlich ohne Eltern auf Balkon gehen oder so ins Wohnzimmer? Braucht die nicht Mutti-Zelle dafür? Was für New York, Alter? Tschüss, diese ganze... Nein, nein, nein! Real Talk Time. Let's go. Hast du entschieden, wenn du das Kopftuch tragen möchtest? Hm? Nein, brech mich darauf einfach nicht mehr an. Ich möchte, dass du ein Kopftuch trägst. Doch. Guck mal, von diesen Videos, wo es bei denen um Religion und sowas ging. War das jetzt der Vater oder Yunus? Weil die haben so ähnlich geredet. Hat sie gerade zu ihrem Vater gesagt, geh mal weg? Puh. Gab es in den letzten Tagen zu viele. Du sagst mir, ab nächstes Jahr ist sowieso alles weg. Wo habe ich da noch eine Wahl? Was fängst du jetzt an, Charlotte? Ich kann mir jetzt nicht hier willkommen, um
um 21.30 Uhr mir hier anfangen einzureden, als ich anfangen soll zu beten, ja? Und ich sag euch ehrlich, ich hab auch dicke Upturn auf diese ganze Sache, die da passiert. Ich sag euch ehrlich, so wie es für mich aussieht, Bruder, für alle, also auch für alle anderen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und auch, so wie ich es von mehreren Videos mitbekommen habe, TikToks, kleine TikTok, sie ist extrem spoiled, Bruder. Versteht ihr, was ich meine? Extrem, Bruder, extrem. Ich merke das so krass, Bruder. So finde ich, Bruder, hat ein Kind nicht mit dem Vater zu reden. Auch wenn man jetzt sagt, okay, die sind so freundschaftlich und so, trotzdem, Bruder. Ich gesehen und gecheckt habe, ey, die nutzen extrem verwöhnt, Kopfbuch verwöhnt. Und Islam-Thema unnormal aus. Ich werde aus Respekt meiner Religion gegenüber dieses Thema nicht noch länger hier jetzt ausschlachten. Aber ich blende euch jetzt mal etwas ein, was eine Schwester auf TikTok perfekt gesagt hat. Morgen hast du Kopftuch, ich schwöre dir. Doch? Nein. Wie kann man so einen Müll hochladen? Bitte. Macht halt eure Netflix-Serien, wie ihr das jedes Mal macht. Aber bei diesem Thema, ne? Ich meine, es ist todesernst, hört echt der Spaß auf. Und natürlich hat das halt Millionen von Klicks und die laden es halt natürlich extra deshalb hoch. Und das macht mich noch aggressiver. Und allein eh, wie die miteinander umgehen, wie er mit seiner Tochter redet über dieses Thema. Oh, nee, ich kann nicht mehr. Und die hören nicht auf. Es ist ja nicht mal bei einem Video geblieben, was schon schlimm genug wäre. Die machen 20 Videos, alles das gleiche Thema. Man merkt jedes Mal, ihr könnt 1000 Videos droppen, aber wenn nur ein einziges über den Islam viral geht und ein paar Likes hat, die bleiben das drauf kleben. Aber das stimmt, Bruder, das ist mir auch extrem aufgefallen, gerade bei Younes, Bruder, ist mir das extrem aufgefallen. Auch in den letzten Jahren war das so, Bruder. Davon, der Vater ist cool und wir haben vieles gemeinsam. Wir droppen auch Statements gegen unsere eigenen Kinder auf YouTube, aber was diese Religionsvideos angeht, Wallah, finde ich nicht korrekt. Damit war's das mit diesem Video, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich werde nach diesem Video safe Albträume haben, weil Stewie Griffin macht mir Angst. Aber damit du keine Albträume kriegst, würde ich dir nur raten, lass einen Daumen nach oben auf dieses Video da und ein Abo. Das wäre voll Togo. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Listening Comprehension Part 1. Younes Amiri, Jacks in a Train. Nein, das Jacks soll es nicht train. Heißen. Das auf keinen Fall. Tschüss. OC3Z. Jacks in a Train, Digga. Cooles Video, Walla. Feier ich. Sehr trauriges Thema an sich, Walla Villa. Ich feiere an sich eigentlich Younes Vater, aber ja, was soll ich sagen, Bruder? Es ist hart, Bruder. Ich denke, wenn er gerade nichts mit Social Media zu tun hätte und seine Kinder auch nichts mit Social Media zu tun hätten, dann wäre er eigentlich schon ein sehr, sehr guter Vater. Was er auch bestimmt jetzt schon ist, so. Aber dieses Social Media, das Ganze so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Cooles Video. Wie gesagt, cooles Video.